Tag und willkommen zurück zu Darksiders. So, ein Schwert. Nehmen Sie Ihr Schwert. So, damit sind wir wieder komplett. Kriegslegendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt. Scheiße. Wir hatten also ein Downgrade. Erforderlich. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Aha. Sie haben ihre erste Zorneskraft erhalten. Drücken Sie, um das Gepäck aufzurufen. Ah ja. Wow, was denn hier? Wählen Sie eine Zorneskraft oder Verbrauchsgegenstand. Legen Sie den ausgewählten Gegenstand auf eine freie Aktionstaste. Drücken und halten Sie linke Button plus X, plus Y, plus B oder plus A, um eine Kraft oder einen Gegenstand im Spiel zu benutzen. Alles klar. So, was haben wir hier eigentlich noch so? Wir können uns ja mal ein bisschen Menü anschauen. Das ist unsere Waffe. Daten. Okay. Hier ist nichts weiter. Rechter-Button. Bauenfähigkeit. Ja, zuweisen. Ah, ist wie so ein Ringmenü. Können wir auswählen. Nimm's mal auf X, weil ich mit X auch angreife. Da oben ist wahrscheinlich so ein Heilstein. Verbrauchsgegenstände und Zorn. Haben wir jetzt auf X gelegt. Wunderbar. Hier sind noch lauter Erweiterungen. Legendär. Ist auch noch Stuff. Kein Stuff, den wir haben können. Haben. So. Aber okay. So. Feuer macht uns hier keinen Schaden. Die Seelen der Toten werden deine Währung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Also sind wir hier also immer noch ein bisschen Troll-mäßig unterwegs. Man macht ja nichts. Ist ja okay. Seelen manifestieren sich in drei Formen. Währung, Gesundheit und Zorn. Jetzt darf ich also wählen. Suche den Dämonen Vulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Vulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter. Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge. Das hat noch ein Nachspiel, mein Freund. Das hat noch ein Nachspiel. Sind die richtig gegeißelt? Finde den Dämon Vulgrim. Ist jetzt ja kein Spoiler. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich kenne Vulgrim schon aus Darksiders 2. Ist ein guter Dude eigentlich. Rufen Sie den Beobachter, indem Sie wegdrücken. So, ist die Karte. Finden Sie den Dämon Vulgrim. Ja, machen wir. Kein Problem. So, da geht's hoch. Das ist also, wir waren hier mit voller Stärke unterwegs. Jetzt haben wir einen Downgrade erhalten und können nichts mehr. So. Hier sehen wir das Menü quasi. Wenn ich den Button drücke, wird's aufgerufen und mit X kann ich diese Chaos-Klingen oder wie das Ding heißt. Sag immer Chaos-Klingen wegen God of War. Drücken Sie A, während Sie bereits in der Luft befinden, um einen Doppelsprung auszuführen. Alles klar. So, Le. Hier kann sich natürlich auch festhalten an
Kanten. Das ist natürlich sehr ein Vorteil. So, und ein Wall Slide können wir auch machen. Sehr geil. Okay, das ist eine Mechanik, die kenne ich aus Dark Souls 2 auch schon. Eine Leiche. Mehrere Leichen. Ach, ihr Jungs seid noch am Leben. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Ich finde die besondere Waffe ist so geil designt. Warum stellst du dich nicht selbst vor? Ich bin Krieg! So, Zeit mal unsere neue Fähigkeit zu testen. So, machen wir mal. Ah, geil. So gefällt mir das. So, au. Zweimal. Mauze jetzt. Zweimal kann ich das einsetzen. Das sieht man an diesen gelben Bubbles da über, unter meiner Lebensanzeige. Das ist mal hier weg. Brauchen wir jetzt mal Übersicht. So, du auch noch. Gefletscht wird hier. Kann ich immer auch noch Autos hochheben? Geht das? Ja, das geht. Okay. Ist aber keiner mehr, den ich anvisieren kann. Schade. Na gut, dann weg. Wieder einfach mal so Autos hochhebt. Ist hier drunter vielleicht irgendwas versteckt? Nein. Aber da sind Seelen drin. Interessant. Okay, das heißt also, Autos fletschen gibt Seelen. Dann machen wir das doch. Okay, die nicht. Wahrscheinlich gibt nicht jedes Auto Seelen. Kann natürlich auch sein. Komm, wir machen mal hier mit der Klinge. Das ist einfacher. Wir nehmen ja eh keinen Explosionsschaden. Da ist ein Dicker. Ja, moin. Oh shit, der explodiert. Wo? Ja, hier muss ich rüber, ich weiß. Er sieht auch schon fast so ein bisschen aus wie Wolgrim. Ah, Jungs. Was ist denn jetzt? Kriegshandschuhe leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten, zum Beispiel Kisten oder Türen. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren. Alles klar. Schachchen. Yes! Ja! Netzeln. Was? Halt. Drücken und halten Sie X, um den Feind mit einem Aufwärtshaken in die Luft zu schleudern. Okay. Weg. Okay. Aktion. Okay. Hier sieht's aus, als ob ich... Oh. Kommt da noch was? Ah ne, der war ganz oben. Okay. Warte mal. Zur Seite bitte. Rechter Button, um sich in bestimmten, was? Überquellmodi schnell zu bewegen. Rechter Button. Ich kletter hier einfach mal. Warte mal, sind da oben noch irgendwelche Sachen? Nee, ich guck mich gerne... Warte mal, da oben. Geht's da hoch? Ja, rüber mit dir. Aha, hier ist noch was. Oder muss ich hier hin? Das kann natürlich auch sein. Okay. Wisst ihr was? Ich spring erstmal runter. Ich weiß nicht, ob ich Fallschaden nehme, aber ich glaube nicht. Wenn es oben lang geht, muss ich mich erstmal unten umgucken. Hier kann ich nichts fletschen. Nee, ist nichts. Hier ist einfach nur ein leerer Schacht. Schade eigentlich. Ich dachte, hier gibt es was zu finden. Alles klar. Gut. Oh nein, oh nein. Hilfe. Ja toll, das steht da perfekt, weißt du? Ah. Okay, Fallschaden nehme ich keinen, das habe ich jetzt schon mal rausfinden können, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier einfach gefahrlos rüber kann, ohne dass der mich fletscht. Okay, jetzt ist er weg. Meine Chance. Ah! Uiuiuiui. Ja, weg, weg, weg. Okay. Nein! Ich hab's so geahnt. Das
du hier Scheiße baust. Echt ein bisschen viel los gerade. Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung können von Krieg verschoben werden. Drücke und halten Sie B, um ein Objekt zu verschieben. Ja, dankeschön. Da ist so ein Lebensschrein, die Dinger kenne ich auch. Das heißt, da kriege ich live wieder. Würde ich aber erst machen, sobald ich meinen ersten Kopf verbraucht habe. Da ich ja hier auf schwer spiele, brauche ich jede Lebensenergie, die ich kriegen kann. Wie fletsche ich denn ihn am besten? Au. Okay, warte. Naja, er geht hier Enrage, weißt du? Ja, jetzt. Dreckige. Yo, komm ey. Erzähl mir doch was. Okay, jetzt muss ich mich heilen gehen. Ja. Schnell, mach auf. Yes. Bin hier wieder voll hergestellt, das ist sehr gut. Ja. Ich entledige mich erstmal diesen normalen Zombies, wenn ich ehrlich bin, weil... Aber er macht dir schon auch Stress, weißt du? Er ist hier der Durchgepeitschte. Ist nicht irgendwas, was ich auf den werfen kann oder so? Den Bus vielleicht. Ich hab ein bisschen Angst vor ihm. Ja, steht doch nicht aber da. Schlag zu. Ich weiß, dass es später die Möglichkeit gibt, seine Lebensenergie zu steigern. Er explodiert. Okay, den sind wir auch los. Und wir haben wieder ein bisschen live zurück. Sehr gut. Okay, keiner mehr hier, dann kann ich weiter. Ja. Gut, schieben wir das gute Ding mal. Ah, B gedrückt halten. Alles klar. Und dann komme ich natürlich nach oben. Bis jetzt ist das Spiel noch sehr geradlinig. Weiß nicht, ob das auch weiterhin so bleibt. Kann ich per se nicht sagen. Schnell zu bewegen. Achso. Rüber. Komm. Zack. Keine Zeit zu verlieren. Ei. Schlag mich nicht! Das ist frech! 398 Seelen habe ich schon. Wolke wird sich freuen, wenn wir ihn finden. Muss ja hier irgendwo sein, der gute Mann. Nein! Nicht runter! Auf die andere Seite! Meine Güte! Was denn hier? Einmal hoch. Er kann doch um Ecken klettern. Ich habe gedacht, ich muss springen. Okay. So. Ah! Na toll. Da hat mir das Klettern nicht viel gebracht, wenn ich hier wieder nach unten falle. So. Es scheint dann wieder also ein Dicker zu kommen. Oder ist es nur ein Dämonentor, das neue Gegner spawnen? Kann natürlich auch sein. Fletschen macht Spaß. Hi. Ich glaube, nachdem ich die Gegner hier geschafft habe. Na, kommt ein großer. Das war ja klar. Schon gefragt, wann du auftauchst. Au, so nicht. Ja, ich bin tot. Alter Schwede, was? Okay. Hätte nicht gedacht, dass er so viel Schaden austeilt. Aber ich kann diese Spezialfähigkeit von mir leider noch nicht verwenden irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Oder wie sich das auflädt.
Hätte ich nämlich gerne genutzt gegen ihn, aber... Anscheinend muss ich das mit der Klinge lösen. Nein. Plag mich nicht. Das ist nicht nett. Aber ich weiß, dass ihr eh nicht nett seid, von daher. Kriegt jetzt einfach aufs Maul. So, du wieder. Wir haben noch... Wir zwei haben noch eine Rechnung offen. Na komm, Digi. Ich hab keine Angst vor dir. Wow. Ja. Das Movement von ihm ist halt auch echt aus der Hölle. Warte mal. Lebensessenz. Ist das ein Gegenstand, den ich benutzen kann? Linker Button. Ach ja, erzähl mir was. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Nein, ich habe es einfach nur vergessen. Dass ich sowas habe. Nein! Ja, jetzt trifft er mich. Ist zwar so klar. Wie Lärm um nix ist das hier. Da! Ja, auf dem Schwierigkeitsgrad sollte man jeden Gegner ernst nehmen. Zumindest die Großen. In der Luft, das bringt nichts. Er trifft mich jedes Mal. Ich kann nicht schnell genug ausweichen, um ihn zu treffen. Wann stirbt er denn endlich mal? So ein Dreck! Oh Mann! Das ist so ein Sackgesicht. Hennergesicht ist das hier. Ich hoffe, ich habe den Heilstein noch. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen zu früh eingesetzt. Allein diese Standardgegner hier, die hatten echt viel aus. Aber ich glaube, auf normal wäre ich jetzt schon wesentlich weiter. Aber das ist ja auch langweilig. Weiß nicht, ich zock Spiele gerne. Wenn ich mir zutraue auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber... Ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko verbunden, dass man öfters mal stirbt, aber... So ist das halt. Kein Spiel ohne Risiko, ne? Ich glaube, ich muss sein Movement erstmal so ein bisschen verinnerlichen, weil sonst... habe ich keine Chance gegen ihn. Ja, komm hier. Jetzt klappt er. Ja. Macht er seine komische Welle. Kommt dann halt immer mit so einem Slasher. Am besten hinter ihn. So, zur Seite. Ja. Das funktioniert. Ja. Nein. So nicht. Ich muss auf offenes Gelände. Jetzt, komm! Uiuiui, Alter! Ist er kaputt? Ja, Finisher! Jetzt kriegst du die Axt, das Schwert in die Hand! Ja! Schön bitch-slappen, den Bastard! Oh, geil! Ich muss ja zugeben, die Action ist gut. Okay, das Portal ist weg. Heißt, ich kann jetzt hier lang. Oder? Ne, von hier kam ich, glaube ich, ja. Von hier kam ich. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich weiß es nicht. Hier hoch, oder was? Nee, da kann ich gar nicht hoch. Ich kann ja nicht klettern. Ach, hier lang. Okay. Eieiei. Heute ist ja baufällig. Merke ich gerade. Okay. Manchmal so ein paar Frame-Einbrüche, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil das Spiel von der Performance her zählt jetzt eigentlich nicht so viel, aber es geht. Da ist Lebensenergie, aber die nehme ich immer nicht. Weil ich voll bin. Ich glaube, das wird noch von Nutzen sein, das Teil. Die Kreuzung. Ein bisschen Schluck Kaffee trinken hier. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Mundatmer? Dann ist das dritte Königreich verloren.
Vulgrim, bist du das? Subtil. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Vulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Ich mag Vulgrim. Sammeln Sie 500 Seelen für Vulgrim. Jungs, der freigeschaltet. Todesbote. Ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Sprechen Sie mit Vulgrim. Drücken Sie, den Code im Bereich Weltkarte zugreifen zu können. Okay. Aha, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Truhen. Okay. Die werde ich finden. Kein Thema. Sammeln Sie 500 Seelen. Gut. Du stellst meine Geduld auf die Probe, Reiter. Bring mir die Seelen. Gut, wenn du meinst. So. Ach, die, wo ich habe, die zählen auch dazu. Das heißt, ich könnte rein theoretisch genug Gegner fletschen, wenn genug da sind, dann würde das auch gehen. Soweit ich weiß, aus Darksiders 2 noch, ist Vulgrim quasi unser Händler. Wir müssen wie der Typ aus Resident Evil 4. What are you buying? Ah, wieder so einer. So ein Specialist. Blocken. Drücken Sie RB, während Sie auf der Stelle stehen, um einen Angriff zu blocken. Blocke nicht, ich hau drauf. Yes! Mein Blocken kann natürlich unsere Lebenszeit hier ein bisschen verlängern. Eine Krähe. So, ich wollte doch nach den Truhen gucken. So, mal schauen. Hier ist eine. Aber oben wahrscheinlich, ne? Komme ich da hoch? Sag mal, ich versuche hier gerade was rauszufinden. Nervt mich nicht. Da kommen immer mal mehr. Was soll denn das? Da rum muss ich. Aber wie? Das ist die Frage. Kann ich hier so hoch springen und mich dann festhalten? Nee, das geht nicht. Hier genau über der Truhe. Unter der Truhe, so. Warte mal. Hier geht. Nee, da kann ich nicht drauf. Das lässt mich nicht. So wie es aussieht, muss ich von da oben rein. Da unten ist eine Truhe, die kann ich mir erstmal holen. Ein Seelentruhen, da sind ein paar Seelen drinne. So, mach auf. Sehr geil. Wahrscheinlich ein 100er Pack. Ein 100er Pack Seelen, bitte. Wie beim Einkaufen im Supermarkt. Ja, ich hätte gern 100er Pack Seelen. Dankeschön. Macht 2,99 €. Wie komme ich denn darüber? Aber wahrscheinlich muss ich das auch nicht. Hoffentlich die Boys schon höher. Das ist ja lästiger als die Zombies aus Resident Evil, sag mal. In Autos sind komischerweise auch Seelen drin, deswegen machen wir die mal kaputt. So. Erstmal also aus dem Weg räumen. Ich kann die Autos natürlich auch nehmen, um die Gegner zu fletschen. Das geht natürlich auch.
Warte mal. So. Da oben ist die eine Kiste, da komme ich nicht ran. Am Ende des Weges ist jetzt auch noch eine Kiste. Die hole ich mir noch. Ich sammle jetzt noch die Kisten ein, befriedige Wulgrims Seelenschmamsch und dann war's das erstmal mit dieser Folge von Darksiders. Will mal ein anderes Moveset ausprobieren, aber irgendwie funktioniert's gerade nicht. Ist da wieder so ein großer? Ja. Ja. Dich können wir noch. Du machst mir hier das Leben zur Hölle. Hat da aber Geld drin. Da waren ein paar Coins. Ein paar Moins. So, jetzt sind wir hier auf offenem Gelände. Jetzt bist du fällig. Sackgesicht. Ja, nicht in ihn rein, Mann. Ah, scheiße, meine Kombi unterbrochen. Pennergesicht. B, jetzt. Selbst wenn ich die Animation abbrechen konnte, ich würde es nicht tun, weil es einfach so geil ist. Der ihn so durch den Kopf fletscht. Findest du vom Brutalitätsgehalt her, geht's eigentlich. Wird nichts großartig irgendwie abgetrennt oder sowas, was man sehen könnte. Deswegen ist das Spiel auch wahrscheinlich ab 16. So. Da ist Lebensenergie. Ist auch nicht verkehrt. Brauche ich immer. Und wie soll ich hier durchkommen? Gar nicht. Lässt mich nicht. So, 66 Seelen brauche ich noch. Hi! Eine Höhle! Hier ist irgendwas. Sehe ich auf der Karte. So, an der Decke entlanghangeln können wir uns auch. Momentchen. Au! Männergesicht. Na super, und jetzt? Stehe ich auf dem Felsen. Kann ich wieder hochspringen? Ne, es reicht nicht. Ah, ich kann. Was? Drücken Sie B, um abzutauchen, Y, um aufzutauchen und RB, um schneller zu tauchen. Okay. Was haben wir hier? Luft habe ich unendlich anscheinend. Ist nicht wie in Super Mario Odyssey. Hier irgendwas versteckt vielleicht. Ne, ist. Ah, guck mal da. Was haben wir denn da? Diese alte Insignien wurden den Legionen der Hölle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bringen Sie zu Wulgrim, damit er sie für sie entlohnt. Ah, okay. Also Wulgrim kann damit auch was anfangen. Das ist gut. Das, also ich gebe ihm nicht nur 500 Seelen, sondern auch diesen... Weiß ich nicht, Amethyst oder was das ist. Ich will hier aber noch gern rüber. Komische Grabbelhand, die... Kann ich doch bestimmt auch irgendwie umgehen, aber da hinten ist noch eine. Das ist egal, wo ich lang gehe, irgendwo kriege ich auf jeden Fall eine auf die Mütze. Aber schnell vorbei. Und ich will mich nicht mit diesen Scherereien hier beschäftigen müssen. So. Ich hoffe, das reicht. Ja, reicht. So, die restlichen Seelen behalte ich. Die 54. Vielleicht kann ich... Wir haben jetzt genug Seelen, um Wulgrims Hunger zu stillen. Vielleicht kann er... jetzt unsere Neugier stillen. Wulgrim ist ein kluger Fuchs. Ich glaube nicht, dass der uns einfach so Informationen gibt. Guck mal, da oben leuchtet was Blaues. Seht ihr das? Hä? Schnauze. Ich hab hier gerade Diese alten Tore haben ihren eigenen Kopf. Aber hiermit wirst du vielleicht verstanden werden.
Hinter dem Tor musst du Samaels Gefängnis suchen. Einst war Samaels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich werde dich dafür entlohnen. Auf Wiedersehen. Nö, so nicht. Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Ein meisterhaft erarbeitetes Horn. Dessen Ruf uralte Tore erweckt. Drücken Sie den rechten Button, um das Horn zu benutzen, wenn Sie es tragen. Manche Lebewesen werden vom ohrenbetäubenden Ruf des Horns auch zurückgestoßen. So, ich habe dir ein Ding gebracht. Einmal. Neu. Rage. Stellt ein Teil von Kriegszorn wieder her. Okay. Zornkern erhöht Kriegs maximalen Zorn. 10.000 Seelen. Alter Schwede. Bruchstücke von Zornkern. Sammle 4 Bruchstücke, um diesen Zornkern zu erzeugen. Dies erhöht Kriegs maximalen Zorn. Fluch. Nutzungsbonus. Generiert auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn. Waffenmeister. Erhöht den Schaden, der durch Waffenangriffe verursacht wird. Das hätte ich gerne, aber ich habe nicht genug Seelen. Rechten Button. Warte mal. Kommen wir hier. So, hier war ich ja. Okay. Dämonenschneide. Orbschlitzer. Das sind so Attacken. Dämonenschneider. Ein Aufwärtsschlitzer, der sowohl Krieg als auch den Feind in die Luft befördert. Ein Orbitschlitzer, 180 Grad. Ein gewirbelter Aufschlitzangriff von hinten. Dann haben wir den Wirbelwind-Kombination. Ein Aufschlitzangriff mit mehreren Treffern. Fulgrim. Ein mächtiger Präzisionshieb der Feinde. Zerteilt, Harpunenangriff und die Kriegssäge, mehrfach Wirbelangriff aus der Luft. Das kostet also viel! Sense, guck mal, die Sense von Tod. Eine massiv gebogene Klinge der Sense eignet sich für große Schwünge, die mehrere Feinde auf einmal vernichtet. Todsense. Tods legendäre Sense vernichtet mit großen Schwüngen mehrere Feinde auf einmal, außerdem entreißt sie den gefallenen Feinden. Mehr Seelen. So, jetzt haben wir noch hier Kriegsgeysir. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Steinhaut. Kriegs Fleisch verhärtet sich und die Angriffe der Feinde verursachen weniger Schaden. Seine eigenen Angriffe werden jedoch wirkungsvoller. Das brauche ich eigentlich auch. Artefakte tauschen. So. Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Hast du? Wo denn? Hier. Hä? Neu. Bin doch schon hier bei neu. Todsense. Das ist doch nicht neu, das habe ich doch eben schon gesehen. Ah, hier. Guck mal, das kann ich mir leisten jetzt. Weil es 400 kostet. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne sparen. Nämlich auf Steinhaut. 2000 Seelen. Sprechen Sie mit Wolgim. Finden Sie den Dämonen Samael. Sei gegrüßt. Moin. So, liebe Leute, ich würde erstmal sagen, das mach's gut. Ja, mach's gut, Wulgrim. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Darksiders. Wenn euch das Spiel weiterhin gefällt und ihr Spaß an Darksiders habt, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sage ich des Weiteren, bis bald bei Darksiders.